Marrakesch. Früher Morgen. Die Jemaa el Fna im Herzen der Stadt liegt noch fast wie im Schlaf. Nur die verzweifelt Verliebten holen sich schlaflos vermeintlich besseren Rat. Bald schon wird aber der Platz der Gehängten von geschäftigem Treiben erfüllt sein. Auch die Medrassa Ben Youssef würde zum Leben erwachen, wäre sie heute nicht gänzlich verwaist. Koranschüler würden wie Schatten vergangener Zeit die Zellen verlassen und gingen durch Gänge eng und verwinkelt, um im Gebet Gott zu lobpreisen. Als einen, als ewig reinen, als groß und als gut. Vom Sultan Abu el-Hassan, der auch der schwarze Sultan genannt wird, Mitte des 14. Jahrhunderts gegründet, war die Koranschule 600 Jahre lang ein Ort des Gebets, der Unterweisung, eine Art Internat, Schule und Kloster zugleich, mit zeitweise bis zu 900 Schülern. Seit 1960 ist die Medrassa Ben Youssef nur noch ein Museum. Verschwiegen harrt der Bahia-Palast des Erwachens. Erschöpft und ermattet hängt noch die Nacht erinnerungstrunken in duftenden Zweigen. Hier war einst ein Harem. Hoffnung, Triumph und Enttäuschung liegen noch heute wie Tau längst vergangener Zeit auf den Fliesen aus Marmor. Des Sultans Großvezier indessen, um dessen nächtliche Gunst die Haremshoffnungen kreisten, er zöge sich jetzt, ruhebedürftig womöglich, zurück in sein eigenes Reich, das für jegliches weibliche Wesen tabu ist. Nicht einmal seine Lieblingsfrau, der Palast seinen Namen verdankt, Bahia, hätte dort Zutritt. Er dächte vielleicht, bevor ihn der Schlaf übermannt, an die Kosten des Baus. Und die endlose Zeit, 7 Jahre, die es brauchte, um ihn zu errichten. Musik.
Mittag. Dieselben Gesichter, die gleichen Geschichten. Touristen schlängeln sich über den Platz. Leichte Beute den Beutel beschwören. Des heutigen Königspalast liegt wie meistens verlassen. Hierher setzt keiner den Fuß, der wie wir zu den einfachen Menschen gehört. Staatsgäste, ja. Bittsteller manchmal, niemals Touristen. Traurige Diener folgen uns träge auf Schritt und auf Tritt, begleiten mit Argwohn jede unserer Gesten. Als würden wir nicht nur mit unseren Augen zu stehlen versuchen. Diese Räume haben bisher nicht viele zu sehen bekommen. Erwartungsvoll prunken sie für sich allein vor sich hin. Der König kann jederzeit kommen. Der Garten, in den sich der König zurückzieht mit seiner Familie, wenn er in Marrakesch weilt. Privat ist es reich. Wir sind die Ersten und Einzigen, denen königliche Gnade hier einen Einblick gewährt. Neben den Störchen, die sie nicht brauchen. Am Abend des Lebens trifft uns der Tod. Mancher wird davon selber vergessen und mancher, der vergessen sein soll, erhält sich erst recht im Gedächtnis. Aus Hass auf den Sultan Ahmed el-Mansur ließ sein Nachfolger Mulai Ismail alle seine Paläste zerstören. Das Grab des Gehassten dem Erdboden gleichzumachen, davor schreckte Ismail zurück, aber er ließ es mit hohen Mauern umschließen, auf dass kein Lebender mehr und kein Toter den Weg hineinfände und keine Spur des Gedenkens heraus. Auf diese Weise erhielt sich das Grab unzerstört, bis auf den heutigen Tag.
Am Abend gehört der Platz der Gehängten dem Volk. Wo einst auf Spießen die Köpfe der Gerichteten ausgestellt wurden, speisen die einfachen Leute und feiern, wenn keine Touristen mehr stören, ihr tägliches Fest. Ließ Sultan Mohammed II. In den Menara-Gärten vor den Toren der Stadt am Rande eines riesigen Wasserbeckens einen Pavillon errichten mit nur einem einzigen Raum im ersten Stock. Wozu der diente, kann man sich denken. Der Sultan in seinem Liebesnest, das er fast täglich mit einer neuen Geliebten aufsuchte, nur Jungfrauen duldete, soll er, so sagt man, nach vollzogener Liebesnacht seine Gespielin, da sie nun nicht mehr jungfräulich war, ins Wasser geworfen haben. Ob die vom Sultan Verworfenen, des Schwimmens mächtig, den Rand des Beckens erreichten, ob von wilden Tieren Gefahr ihnen drohte, das trübe Gewässer hüllt sich in Schweigen. Thank you.